Bei mir ist ja nicht schlimm, aber bei meiner Kleinen, wenn die fliegen, müsst ihr mal sehen, was ich am Spielplatz für Moves habe. Die geben so, wie soll ich das beschreiben? So, Freunde, euer Simon hier, es ist Mittwoch. Es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Ich stehe mal wieder in der kleinen Bodypi-Küche und es gibt ein fantastisches Rezept, wie immer fantastisch, aber heute gibt es tatsächlich mal auch so eine kleine Lehrstunde zum Thema Salat. Das ist kein Scherz. Wir machen uns heute einen fantastischen Salat, mit dem ihr oder der perfekt ist für den Muskelaufbau. Dieser Titel ist kein Witz, ist kein Scherz. Bezieht sich natürlich ein bisschen auf dieses Lied, kennt ihr das vielleicht noch, war nicht ernst gemeint. Aber der Titel dahinter ist gar nicht so verkehrt. Und zwar irgendwie vom Salat schrumpft der Bizeps oder so. War ein bisschen, ne, albern und so weiter. Aber an diesem Satz ist wirklich viel dran. Und darum geht es auch ein bisschen. Und dann gibt es gleich den köstlichsten, besten Salat für den Muskelaufbau, den ihr haben könnt. Weil er sehr, sehr, sehr reich an Protein ist. Wir haben gute, viele komplexe Kohlenhydrate, viele Ballaststoffe, wir haben recht wenig Fett. Und es ist einfach eine riesentolle, mega, mega, mega Portion, die wahnsinnig lecker ist. So, kurz nochmal zurück. Vom Salat schrumpft der Bizeps. Da ist was dran. Ich meine es ganz, ganz, ganz ernst. Besonders eben in einer Diät, aber auch im Aufbau, denken viele, aber besonders in der Diät, denken Leute, viele Leute Salat. Salat ist so das Fitnessessen und so weiter. Ich esse jetzt ganz, ganz viel Salat und nehme dann ab. Und was nehmen sie ab? Muskulatur. Deswegen ist wirklich an dem Satz was dran, schrumpft der Bizeps. Ja, die Muskulatur wird abgebaut, wenn ihr eben, auch wenn ihr viel Sport macht, aber wenn ihr nicht ausreichend Eiweiß esst und wenn ihr eben euch zu sehr mit dem Bauch vollschlagt, mit Dingen, die ihr nicht so wirklich braucht für den Aufbau und besonders für den oder gegen den Abbau, wie zum Beispiel so ein fertiger Salat, kann das tatsächlich passieren. Warum? Gucken wir uns einfach mal ganz, ganz grob so einen typischen Salat an. Ganz viele Salatblätter und so weiter. Viele denken, da sind ganz, ganz viele Vitamine drin und so weiter. In so einem normalen Salat ist nicht viel drin. Wir haben ein bisschen faserige Ballaststoffe, auch irgendwie dann, weiß nicht, ein bisschen Tomaten und so. Da ist halt nicht so viel. Das ist super und das ist gesund und das sollt ihr natürlich auch essen. Aber insgesamt ist da halt sehr, sehr, sehr wenig Eiweiß drin. Keine guten Fette und dann, und das ist eben das größte Problem, dann kommt das Dressing, meistens auch bei so gekauften oder so, aber auch wenn ihr zu so Dean und David und so weiter geht und so weiter, die Dressings sind meistens, ich habe extra mal nachgefragt, die sind halt sehr, sehr, sehr zuckerhaltig. Wenig Eiweiß, recht viel Zucker. Auch diese gekauften Dressings, die haben manchmal, guckt euch bitte mal hinten an, die haben zum Teil 15, 20, 25 Gramm Zucker auf 100 Milliliter Dressing. Das heißt, ihr habt Kohlenhydrate, also Zucker, ihr habt wenig Eiweiß und ihr habt wenig gute Fette in so normalen Salaten. Wir reden jetzt von diesen, ihr versteht mich schon, wir reden hier von diesen ganz normalen Salaten. So. Salat geht aber auch anders. Das zeige ich euch eben heute. Ein Salat kann ein absolutes, nicht nur ein Beistell, irgendwie so ein Beigemüse oder so eine Vorspeise sein, sondern dieser Salat ist eine absolute Hauptspeise. Das ist so etwas, was ich typisch nach dem Training esse. Ihr wisst, ich mache so intermittierendes Fasten, esse vor dem Training nur ein bisschen Eiweiß, dann trainiere ich sehr, sehr hart und nach dem Training gibt es so meine Hauptmahlzeit. Viele Kohlenhydrate, viel Eiweiß, etwas weniger Fett dann, weil ich möglichst versuche recht schnell, dass sich das alles recht schnell praktisch verfügbar ist für den Körper, damit da eben der Stoffwechsel schnell, schnell, schnell funktioniert. Deswegen eben das Rezept ist so ein typisches Post-Workout-Meal. Ich sage euch wirklich mal die Nährwerte für den ganzen Salat. Wir haben 116, 117 Gramm Eiweiß in diesem Salat. Das esse ich alleine. Kami, wie viele Kalorien haben wir bei dem ganzen Salat? 1230 Kalorien. Das ist wirklich so eine Menge, so eine typische Menge, die ich so nach dem Training esse. Das Ding esse ich dann alleine nach dem Training. Ihr kriegt es aber kaum auf. Das ist locker für zwei Personen. Also 1200 irgendwas Kalorien. 116 Gramm Eiweiß in diesem Salat. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben um die 120 Gramm Kohlenhydrate, viele Ballaststoffe eben, viele komplexe Kohlenhydrate, vieles, was richtig schön, zum Teil eben schnelle Kohlenhydrate, schnell Energie abgibt, eben auch nach dem Training schnell die Speicher wieder füllt, aber auch viele komplexe Kohlenhydrate, die euch lange, 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 die dem Körper lange einfach zur Verfügung stehen, die den Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell anschießen lassen. Also wir haben eine schöne Mischung eben aus Kohlenhydraten, wir haben recht wenig Fett, um die 20 Gramm Fett ungefähr. Ganz, ganz, ganz grob. Und was brauchen wir für Zutaten? Und es ist unglaublich schnell auch gemacht. Wir brauchen eben Nudeln. Wir machen uns einen Nudelsalat. Bitte nicht normale Nudeln nehmen. Gluten, kein hochwertiges Eiweiß, viele Kohlenhydrate, aber auch keine guten Kohlenhydrate, wenig Vitamine, wenig Mineralstoffe und so weiter. Nehmt euch wirklich die Nudeln aus Kichererbsen. Die gibt es langsam überall. Bei Aldi, bei Edeka und so weiter. Die Dinger sind, manche mögen die aus roten Linsen nicht. Die aus Erbsen finde ich auch nicht so lecker.
aber die schmecken wie Nudeln, besonders in dem Salat. Ich habe ganz vielen das Ganze zum Kosten gegeben, die merken nicht, dass die aus Kichererbsen sind. Aus Kichererbsen, wir haben super viel Eiweiß, wir haben um die 22 Gramm Eiweiß auf 100. Wir haben Kohlenhydrate selbstverständlich, aber viele komplexe Kohlenhydrate, sehr viele Ballaststoffe, wir haben ein paar Vitamine, ein paar Mineralstoffe. Die Dinger bestehen eben 100% aus Kichererbsen. Die Dinger schmecken absolut genial und sättigen einfach viel länger und haben viel mehr Eiweiß. So, wir brauchen 200 Gramm davon, wir brauchen Erbsen. Erbsen sind ein toller Eiweißlieferant. Besonders auch bei Veganern zum Beispiel. Das ist jetzt nicht vegan, sondern vegetarisch. Ich habe gerade wieder gesagt, das ist vegan, aber wir benutzen noch ein paar Sachen, die nicht ganz vegan sind. Aber wie gesagt, bei Veganern, wenn ihr sowas mischt, Kichererbsen-Eiweiß, Erbsen-Eiweiß, dann noch ein paar andere Eiweißsorten, habt ihr zusammengenommen eine biologische Wertigkeit vom Eiweiß, die eben nicht schlechter ist als bei tierischen Sachen. Das heißt, das ist auch perfekt, wenn ihr gleich eine Zutat rauslasst, könnt, ist das auch super für Veganer. Also Erbsen, 150 Gramm in etwa, bei der riesen Portion. TK, am besten tiefgefroren, die sind einfach, was die Vitamine, was die Mineralstoffe angeht und so weiter in der Werte, sind die besser als die in der Dose. Zur Not gehen in der Dose, aber die schmecken auch wirklich viel besser. So, also 150 Gramm davon. Dann brauchen wir einen, und das ist eben nicht vegan, aber Veganer gibt, da 100% gibt es da auch ähnliche, vielleicht Tofu oder irgendwas in der Richtung, weil es von der Konsistenz vielleicht ähnlich ist. Wir nehmen diesen Skirella oder zur Not Mozzarella Light, aber Skirella, dieser Käse aus Skier oder auch Proteinella bei Kaufland, also Kaufland oder Lidl haben die zum Beispiel. Die Nährwerte sind so Granate, also wirklich super viel Eiweiß, kaum Kohlenhydrate, kaum Fett, und die Dinge eignen sich so genial für so einen Salat, weil die schön fest sind, schön bissfest, schön lecker. Die nehmen auch so ein bisschen den Geschmack dann von dem Dressing auf und so weiter. Das ist einfach, dieses Ding ist so genial. Also es ist wirklich so eine meiner lieblingsneueren Lebensmittel. Das Ding solltet ihr immer zack auf Vorrat im Kühlschrank haben. Kleine Würfel schneiden mit rein. So, einen ganzen hat 125 Gramm in etwa. So, dann ein paar Tomaten einfach für den Geschmack. Einfach, damit es eben salatiger wird. Ein paar schöne kleine Tomaten, die schön süß sind, schön aromatisch und so weiter. Passt perfekt rein. Dann ganz wichtig, eine ganz wichtige Zutat, bitte nehmt die mit rein. Kleine Gewürzgurken, die Dinger sind auch von den Nährwerten jetzt nicht der Hit, haben ein paar Kohlenhydrate und so weiter, weil die zum Teil natürlich, da ist ein bisschen Zucker in der Dinge drin, aber ist nicht schlimm, wir nehmen da nicht viel von, und ganz wenig davon gibt unglaublich viel Geschmack. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie so einen Kartoffelsalat oder so einen Nudelsalat habt, dann geben diese Dinger einfach wahnsinnig viel Geschmack ab. Auch in der Diät mag ich die ganz gerne, weil die so nach mehr schmecken. Wir Polen essen sowieso ständig so Gewürzgurken und so, das ist bei uns total in der Kultur. Die gehören da rein, nehmen wir so ungefähr 100 Gramm. Glaubt mir, die geben auch sowas feucht, also sowas, die geben so, wie soll ich das beschreiben? So ein Mundgefühl einfach ab, die gehören da auf jeden Fall rein. Schneidet die mit rein, das sind auch ein paar Ideen, ihr könnt das natürlich anders kombinieren, aber das ist so meiner, das ist mein Salat, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Alle fanden den genial, also nachmachen, also 100 Gramm von so kleinen Gewürzgürkchen mit reinschneiden, Tomaten habe ich schon gesagt, und war's das? Genau, da machen wir jetzt unser, genau, Kami ist da, passt auf, dass ich alles sage. Jetzt machen wir unser Dressing. Und glaubt mir, das Dressing, ihr braucht keine fertigen Dressings. Ihr könnt natürlich auch mit ein bisschen Joghurt, ein paar Kräuter, ein bisschen Wasser, könnt ihr euch auch ein geniales Dressing machen. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie man sich ein proteinreicheres, ne, wir treiben das ja so ein bisschen auf die Spitze mit dem Protein heute, nehmt euch hier und da ein bisschen was raus aus dem Rezept oder macht es genauso nach. Wir nehmen Proteinmilch. Ich habe die jetzt auch, Marc hat die bei Edeka aufgefunden. Das heißt, viele sagen, aber ich habe kein Aldi und so weiter. Die gibt es bei Aldi, diese Proteinmilch, und eben bei Edeka jetzt und glaube ich auch an anderen Dingern. Die haben über 8 Gramm auf 100 Milliliter Eiweiß. Das ist so viel wie ein Whey-Shake. Wie gesagt, die nehmen wir und die hat eben so gut wie kein Fett. Und das ist einfach nur Milch. Milch und Milcheiweiß zusammengemischt und schmeckt eben wie Milch, schmeckt nicht süß oder irgendwas. Daraus könnt ihr euch fantastische Dressings machen. Ich werde von denen nicht gesponsert oder was, aber das ist so eine Sache, die finde ich ganz, ganz, ganz toll. Weil die eben auch so ein bisschen dicker wird. Das heißt, wir nehmen diese Proteinmilch, wir nehmen, ihr könnt es auch ohne Whey machen, aber dann wird es so richtig cremig. Wir nehmen 15 Gramm neutrales Whey. Werbung an der Stelle, unser neutrales Whey ist das beste Whey zum Backen für Dressings und so weiter. Und ich meine es absolut ernst. Ist unten drunter. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Funktion. Das heißt, unter dem Video könnt ihr direkt auf das Ding klicken und ihr seid direkt bei dem Produkt. So, das ist eine coole Sache von YouTube jetzt. Genau, unser neutrales Whey, 15 Gramm. Einfach nicht unbedingt, um das Eiweiß noch nach oben zu schießen. Ein bisschen auch. Aber wir kriegen dadurch eine Cremigkeit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. 80 ml von dieser Milch, dann eben, wie gesagt, 15 Gramm von dem Whey.
und einfach ein paar gefrorene Kräuter. Und das ist unser Dressing. Ein bisschen Salz noch dazu. Das ist unglaublich genial. Das ist wirklich absolut, absolut lecker. Fanden alle köstlich. Wie gehen wir vor? Muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Die Nudeln werden gekocht. Die brauchen nur in etwa 5 bis 6 Minuten in kochendes Wasser. Das heißt, die Dinger sind so schnell fertig. Abgießen und nur wirklich heiß lassen. Ganz wichtig. 200 Gramm heiß lassen. Dann direkt die TK-Erbsen rein. Ihr müsst die nämlich nicht irgendwie in der Pfanne oder machen. Einfach die Dinger rein. Die sind perfekt aufgetaut und die Nudeln sind abgekühlt, sodass ihr es direkt danach essen könnt. Deswegen, das ist so ein Rezept, was ich nach dem Sport, zack, 5 Minuten und es ist fertig gemacht. So, TK-Erbsen rein, wie gesagt, Tomate vorher geschnitten, in den 5 Minuten kriegt ihr die Tomate geschnitten, den Skirella geschnitten, zack, kommt auch rein. Das Dressing, wie gesagt, wird angerührt, ein bisschen schaumig geschlagen, wie gesagt, ein bisschen Kräuter rein, ein bisschen Salz rein und dann mischen drüber, fertig. Ihr habt einen unfassbar, die Gurken natürlich auch schneiden, so. Ihr habt einen unfassbar genialen, das ist eine Riesenportion. Das ist meine Portion nach meinem Sport. Damit setze ich mich hin, damit haue ich mir richtig schön genüsslich den Bauch voll und dann startet die Regeneration, dann kann der Muskelaufbau erst richtig starten. Wir haben Eiweiß, wir haben Kohlenhydrate, wir haben wenig Fett, das Ganze wird schnell verstoffwechselt, wir haben Ballaststoffe für später. Das ist ein perfektes Muskelaufbaurezept, so wie ihr euch das wünscht, für wenig Geld, schnell gemacht, köstlich. Wie gesagt, einfach mal nachmachen, meine Freunde, oder euch eben ein paar Ideen aus sowas rausziehen. Aber bitte nicht nur irgendwelche grünen Blätter essen und so weiter, weil davon schrumpft tatsächlich der Bizeps. Von unserem Salat kriegt ihr den eben zum Wachsen mit dem richtigen Training, selbstverständlich. Meine lieben Freunde, macht ihn nach. Schickt mir Bilder, wie ihr die nachgemacht habt, auf Instagram. Abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Wie gesagt, denkt an das kleine neutrale Way, wenn ihr diesen Kanal auch unterstützen wollt. Und die besten Supplements Body Nutrition, die besten Lama und BAP Way. Bis dahin, euer Simon.